So, hallo liebe Karte und Katzen und diejenigen, die eine Karte und eine Katze haben. Ihr erinnert euch wahrscheinlich gerade noch an meinen Stream. Ja, oder auch nicht. Nämlich einige von euch werden sich fragen, hey Grinsekarp, bist du komplett bescheuert? Warum lässt du denn überhaupt nicht deinen Stream hoch? Der war doch dein megamäßiger Special Stream. Da hast du doch 3 Wochen davor schon ein Video gemacht und der Samstag davor hast du doch auch schon, also der Tag davor hast du sogar auch schon ein Video gemacht, damit jetzt alle schnallen, dass dein Stream kommt. Ja, genau deswegen lade ich auch keinen hoch. Denn genau das, ja, hat mich auch tief mitten ins Herz gestoßen. Ne? Hater-Kommentare jucken mich echt nicht, aber was mich halt eben echt enttäuscht, ist, wenn ich dann halt eben, ich habe allein für Thumbnail eine Stunde gebraucht. Ich habe mich einfach megamäßig auf diesen Stream gefreut. Ich habe echt, ja, Elan da reingesteckt. Ich habe mich einfach mega da, ja, drauf vorbereitet, gefreut. Natürlich gab es dann technische Probleme am Anfang. Dachte ich, okay, das werde ich jetzt fixen. Ich werde den Stream heute nicht absagen. Ich werde das heute knallhart durchziehen. Ich werde da mehrere Zuschauer bestimmt, ich werde da vielleicht sogar 5 bis 10 Zuschauer haben und wird einfach mega mäßig da durch die Decke gehen. Ja, zum Schluss war es dann so, wie dann wahrscheinlich jeder es erwarten konnte. Nur meine Moderatoren waren da. Und dann so ein, dann kam mal ein Zuschauer, war dann gleich wieder weg und hat dann nur einen Kommentar geschrieben, so kurz und boah, das ist doch alles eh, dein Stream ist doch eh voll scheiße und alles, keine Ahnung, was. Insgesamt so irgendwie. Und das juckt mich auch nicht, mich juckt halt eben eher, dass halt eben kein Zuschauer da war. Und ich frage mich halt, okay, nach 500 Videos, nach 3 Jahren, einfach immer noch keine Community zu haben, ist das immer noch korrekt? Und deswegen lade ich auch den Stream einfach nicht hoch. Einfach schlichtweg, weil ich den Stream einfach überhaupt nicht besonders finde. Weil ich den einfach viel negativer als positiver finde. Hat eine schlechte Qualität gehabt. Aber ich habe gedacht, hey, was soll's? Das ist einfach so ein cooles Zusammentreffen, eine coole Andacht an meinem Kanal, ne, den ihr jetzt hier seht. Aber wurde halt eben bitter enttäuscht. Und das möchte ich euch einfach nur als Feedback geben. Ich möchte natürlich transparent sein, möchte auch einfach sagen, was mich gerade am Kanal stört, was mich einfach gerade kratzt, was ich einfach blöd finde. Und ich lade ihn einfach nicht hoch, weil ich den total blöd fand und so. Und ja, irgendwie trifft mich das halt eben auch sehr in meinem YouTube-Herz. Also das ist ja halt mein Hobby, aber wenn da halt einfach nichts zurückkommt, wenn du weißt, okay, du hängst dich da voll rein, machst megamäßig ein auf Vollgas, und dann kommt einfach nichts zurück. Kein Kommentar so von wegen, hey, mega cooles Video. Und Like und Zap und so. Das habe ich echt schon 1000 bekommen. Aber dann kamen halt immer nur so Leute, Sub gegen Sub. So, es enttäuscht mich halt. Es macht mich halt eben auch in einem Stream traurig. Und deswegen, ich werde den Stream einfach nicht hochladen. Meine 2 Moderatoren waren ja da. Immerhin, ansonsten wäre ich wahrscheinlich da ganz alleine geblieben an meinem Special Stream, versteht ihr, was ich damit sagen will? Also, eine riesengroße, ja, ich bin gerade leider geschockt, um das jetzt in Worte zu fassen. Einfach eine riesengroße Marke, die ich da geknackt habe, die einfach aber keinen interessiert. So, und ich bin einfach sehr enttäuscht von euch. Einfach, ich möchte euch da jetzt, ne, ich möchte euch da jetzt nicht attackieren. Alles, was ihr macht, ist ja freiwillig und so, ist ganz klar, aber ich finde es einfach nur traurig. So. Einfach Ende der Diskussion. Ich habe jetzt auch schon 4 Minuten Video. Ich wollte auch nicht so lange drüber labern. Einfach nur so, dass ihr das wisst. Warum ich jetzt vielleicht auch jetzt in den nächsten Folgen wahrscheinlich die Puste ein bisschen raus ist. Warum ich da jetzt dann nicht so, hey, wow, toll, woohoo! Sondern, ja. Ja, euch noch einen wunderbaren Abend oder Mittag oder Morgen oder was auch immer. Ja, ich, beende jetzt das dann und sehe dann ein, okay, die 4 Stunden beinahe, die ich für diesen ganzen Stream aufgewandt habe, waren einfach für die Tonne. Das kann ich mir jetzt einfach, gut, wenn ich es jetzt mal ganz boshaft ausdrücken will, einfach in den Arsch schieben. War jetzt auch nicht wirklich eure Schuld. Ich bin einfach nur traurig. Gehen wir es einfach so zu. Und ich würde sagen, das war's mit dieser ganz kurzen, ja, mit diesem ganz kurzen, ja, Real Talk. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Bis dahin, ciao mit K.